Hallo zusammen. Heute geht es mit meinem eigenen neuen 5 weiter, mit meinem Projektauto. Heute kümmere ich mich ein bisschen ums Getriebe. Da muss ein bisschen was gemacht werden. Erstens will ich es mal komplett sauber machen. Das ist komplett ölverschmiert. Das darf so nicht bleiben. Zweitens muss ich gucken, wo kommt das Öl her? Wo sifft da überall raus? Und das will ich dann abdichten. Und drittens möchte ich den Kupplungsnehmerzylinder tauschen. Das alles passiert heute. Willkommen auf Michaels Schrauberseite. Ja, was gibt's am Getriebe alles zu tun? Tja, auf jeden Fall mal ordentlich sauber machen. Das sieht man schon. Das ist komplett verölt. Und ich denke, so ziemlich alles, wo Öl rauskommen kann, da kommt auch Öl raus. Fangen wir mal hiermit an. Der ist wohl ganz klar überführt. Der Schaltwellen-Simmerring, da sifft's auf jeden Fall ordentlich raus. Die Simmerringe hier, die Getriebeausgang bzw. Differentialausgang. Hier kommt ja die An der Stelle kommt ja die Zwischenwelle dran, ne, die dann hinter Motor lang geht. Ja, würde ich sagen, ist auch nicht mehr ganz dicht. Ich bin sicher, die hier auf der Seite hier, der Simmerring, hat auch schon ein bisschen was rausgelassen. So würde es zumindest aussehen. Und das hier, das ist kaum zu erkennen, das ist die Schraube, an der man den Füllstand erkennt. Das heißt, die hier, ne, die schraubt man raus und füllt oben so lange Öl ein, bis es da rausläuft. Und dann weiß man, das Getriebe ist voll mit Öl. Ich könnte mir vorstellen, dass das jemand schon mal gemacht hat und die im eingebauten Zustand nicht richtig wieder festziehen konnte. Denn die sitzt echt blöd, wenn der Hilfsrahmen drin ist im Auto, dann kommt man da echt super schlecht dran. Man hat kaum Platz und von daher kann ich mir schon vorstellen, dass die einer vielleicht nicht richtig festgekriegt hat. Auf jeden Fall war es bekannt, dass das Auto Getriebeöl verliert, denn ihr seht es hier oben, das ist die Einfüllschraube. Die hat auch jede Menge rausgelassen. Und zwar war die auch gar nicht richtig festgeschraubt. Die habe ich also einfach im Bus rein und dann ging die relativ leicht auf, einfach so mit der Hand. Von daher gehe ich mal davon aus, hat schon mal öfter jemand nachgefüllt und die nicht wieder richtig festgezogen. Auch das ein Quell ziemlich vielen Öls. Also es gibt hier einiges zu tun. Aber natürlich geht es auch hier an der Kupplungsseite. Gibt es auch was zu tun. Den Nehmerzylinder werde ich einfach mitsamt Ausrücklager und das gesamte Set einfach mal neu machen. Und natürlich muss ich hier auch ordentlich sauber machen. Hier ist ganz schön viel Rost drin auch. Also Roststaub hauptsächlich, der lässt sich so wegwischen. Aber natürlich auch jede Menge Abrieb von der Kupplung und so weiter und so fort. Gut, der Anschluss da oben muss dann natürlich auch neu. Beziehungsweise zumindest der O-Ring. Und dann bin ich hoffentlich irgendwann mal fertig und kann das Getriebe wieder einbauen. Also, nächster Schritt ist jetzt erstmal das Getriebe schön zack auf die Seite legen, also hier auf die Fläche. Dann kann ich den ganzen anderen Rest schön sauber machen. Dann werde ich gucken, dass ich diese Öffnung hier verschließe. Ich weiß noch nicht, ob ich den Deckel abschraube und da irgendwas hintersetze oder wie auch immer. Damit mir der Kaltreiniger nicht so ins Getriebe reinläuft. Deswegen habe ich auch hier oben den Imbusschlüssel schon rausgenommen und den originalen Stopfen wieder drauf gemacht, damit das ein bisschen besser dicht ist. Und wenn alles sauber ist, fange ich mal an, die ganzen Simmerringe zu wechseln. Na gut, jetzt habe ich erstmal ein bisschen zu tun. Ich hätte mir auch nie träumen lassen, dass das Putzen eines Getriebes mit einem Spachtel beginnt. Darunter kommt so helle Farbe zum Vorschein hier. Ob das Getriebe mal silber war? Falls ihr jetzt das Gefühl habt, hier säße ein Trichter in dem Anschluss mit einem Lappen oben drin, dann habt ihr keine optische Täuschung, sondern es ist tatsächlich so. Denn dieser Trichter passt hervorragend da unten in den Simmerring rein und dichtet das ab, dass wenn ich hier mit dem Kaltreiniger unterwegs bin, dass das nicht alles da reinläuft. Da ist er. Das ist der Deckel, wo der eine Simmerring drin ist, der zur Fahrerseite rausgeht. Und mir fällt gerade ein, diesen O-Ring hier, den da, also müsste man es gut sehen, ne, hier mit der Lampe, diesen O-Ring, der da drin ist, den habe ich vergessen zu bestellen. Darf ich also jetzt gleich noch nachholen. Okay, einmal auf der Motorradbühne. Hier ist das Teil.
Ihr seht das jetzt nochmal von außen. Ja, das ist noch ein bisschen dreckig. Das werde ich gleich, wenn der Simmering raus ist, nochmal einlegen über Nacht. Das hier ist im Grunde der Simmering. Hier ist schon die passende Tüte mit den Neuteilen. Und der sitzt im Prinzip einfach von außen drauf. Das heißt, er kann von innen mit dem richtigen Maß einfach rausgedrückt werden. Das richtige Maß ist in dem Fall, was habe ich hier, eine 52. Die passt genau da rein und trifft genau den Simmerring und mehr nicht. Und für außen habe ich hier, was ist das, eine 85. Passt genau oben drüber oder außen drüber. Und auf die Art und Weise wird der gleich in die Zange genommen und rausgedrückt. Dazu nehme ich dann hier die Stange. So, dann bastel ich das mal eben zusammen. Einmal. Ja, so. Jetzt haben wir das hier, ja, ist ein bisschen verschoben. Jetzt haben wir das hier richtig eingeklemmt. Und jetzt brauche ich hier nur noch die beiden aufeinander zuzubewegen. Und dann drückt sich der Simmerring da raus. Und hier ist nochmal der O-Ring, den ich vergessen habe zu bestellen. Und den muss ich auf jeden Fall neu machen. Der ist nämlich schon nicht mehr rund, sondern eckig und platt gedrückt. Der muss auf jeden Fall neu. Und hier habe ich jetzt die Ratsche drin. Jetzt sehe ich schon, wie die Buchse hier schön reinwandert und den Simmerring rausdrückt. Das geht auch echt simpel. Ah, das war es auch schon. Stunden später. So. Ja. Da haben wir unseren Simmerring. Okay, der Deckel ist raus aus dem Ultraschall. Leider haben wir hier so ein bisschen Alu-Korrosion rundherum, auch auf der Seite ganz besonders. Aber die wichtigen Stellen, nämlich diese Dichtfläche hier, wo der O-Ring reinkommt, und vor allen Dingen auch, muss ich glaube ich so rum zeigen, so, ja, so kann man es glaube ich sehen, die Dichtfläche hier, wo der Simmerring gleich drin sitzen wird, die sind makellos. Und das ist eben das Wichtigste, dass diese beiden Flächen in Ordnung sind. Dann kann der Rest hier ruhig ein bisschen nach Alu-Korrosion aussehen. Stört mich nicht. Ich habe schon mal die passenden Größen rausgesucht. Wir haben hier einmal eine 80. Die passt hervorragend genau hier hinten drauf. Das kann auch nicht irgendwie wackeln oder sonst was, sondern sitzt genau da drauf. Und für den neuen Simmerring, der ja mit dem Kragen, diesem kleinen Kragen hier, der kommt ja hier drauf, sodass der Kragen hier drüber geht. Das heißt, der muss auch mit diesem Kragen reingedrückt werden, weil das ist der Metallteil. Und da passt eine 60 exakt drauf, um den da reinzudrücken. Und natürlich wird er hier nicht trocken reingedrückt, ne, sondern sowohl an die Dichtfläche wie auch hier ans Gummi kommt ein bisschen Getriebeöl. Und zwar am besten gleich das, was sowieso ins Getriebe kommt. Tropfen Öl rein, reicht. Ein bisschen brauche ich ja nachher auch noch für den Schaltwellensimmerring, deswegen kann das ruhig ein bisschen mehr sein jetzt. Gut, dann werde ich jetzt erstmal hier den Dichtring, ich stelle es mal hier hin, dann seht ihr es besser, schon mal schön einstreichen. Der muss natürlich dann, bevor die Welle da durchgeht und reingesteckt wird, muss der natürlich auch innen noch mal ein bisschen angefeuchtet werden, aber ich mache jetzt erstmal außen. So, und dann hier am besten auch direkt auf die Dichtfläche. Ja. Sehr schön. Dann bauen wir jetzt mal zusammen. So, und jetzt langsam reinziehen. So, dann drehen wir das mal wieder los. Ja, ist doch immer wesentlich länger, als man so denkt. So. Und jetzt vorsichtig das hier rausziehen. Nicht, dass man mit dem Gewinde hier innen am Ring schon wieder hängen bleibt. Aber ich würde sagen, der sitzt gut, der sitzt genau richtig, plan. Hier innen drin sieht man auch, dass sich so ein bisschen, ganz kleines bisschen das Öl weiter reingedrückt hat. Also ich würde sagen, perfekto. Ganz so schön wird das natürlich jetzt am Getriebe mit dem anderen nicht klappen, weil da habe ich ja keinen Deckel, da kann ich nicht durchziehen und gar nichts. Da nehme ich aber dann
den hier sozusagen zum mit reindrücken. Ja, hier beim 9.5 Getriebe ist der zweite Simmerring eben nicht in dem Deckel, sondern direkt im Getriebe drin. Und hier muss schon wieder mein Kuku ran, um den vernünftig rauszuziehen. Ja, wie ihr seht, war es eine Kleinigkeit. Ich drehe den mal eben hier raus. Moment. Voilà. Da ist der zweite. Das vergleichen wir dann mal mit dem anderen. Ja. Würde mal sagen, die sind tatsächlich exakt identisch. Dann ist es ja genau richtig, dass die neuen auch exakt identisch sind. Dann passt es ja. Von den Maßen her passen die ja wunderbar. Wie gesagt, sehen einfach nur ein bisschen anders aus, bisschen weniger Metall drin. Vielleicht sind die, weil mehr Plastik drin ist, in der Herstellung günstiger. Kann ja sein. Egal, die alten kommen weg. So, also die Dichtfläche hier innen, die habe ich jetzt auch gründlich sauber gemacht. Dann kommt da jetzt ein bisschen Öl dran. Das habe ich ja hier immer noch in meinem Schälchen. So. Ist auf jeden Fall hilfreich. Dann der Simmerring. Wo sind wir? Da. Ja, wirklich einmal satt drumherum, das ist schon okay. So. Ich hoffe, ihr seht überhaupt alles. Wahrscheinlich eher nicht. Okay, ansetzen. Zumindest gerade, ja. Der 60er passt genau hier drauf. Und jetzt versuche ich halt mit dem Gummihammer das Ding hier gerade reinzukriegen. Ich würde sagen, sehr schön. Und dann, ihr habt ja gesehen, ich habe relativ kurz gefasst, ne? Lieber relativ kurz und viele kleine Schläge, um das langsam gleichmäßig reinzuziehen oder reinzutreiben. Das sieht gut aus, das gefällt mir, das wird gut gegangen sein. So ist doch nicht schlecht, oder? Genau. Das hier ist nämlich jetzt der Schaltwellensimmerring. Der muss auch noch raus. Da habe ich noch keine so richtige Idee, aber beziehungsweise ich habe mehrere Ideen, ich weiß aber nicht, welche davon funktioniert. Und deswegen fange ich mal mit Nummer 1 an, mit so einem kleinen Picker hier. Ich werde mal versuchen, ob ich dann hier reinkomme. Ah, rein komme ich. Ich komme auch dahinter. Das ist gut. Und ich kann auch ziehen und rutsche ab. Gut. Okay, dieses Werkzeug ist billiger. So, letzten Rest noch. Ah. Stimmt, ich könnte ja einfach einen anderen Gang schalten. Dann kam ich jetzt zum Schluss mit der Welle raus. So, da ist er, der alte. Der ist jetzt ein bisschen deformiert, logischerweise, weil ich da ordentlich dran gegangen bin. Aber jetzt ist er raus. So, jetzt werde ich mir hier natürlich die Schaltwelle mal aber wirklich ganz genau angucken, dass die zumindest hier in dem Bereich, wo sie ständig über den Simmerring gleitet, dass sie da noch keine Spuren hat. Naja, so ein bisschen Minimales hier was zu spüren, aber das ist nichts Scharfes, sondern wirklich nur so, ja, da steht da meistens so der Bereich. So, weiter außen muss ich natürlich eh noch sauber machen. Und ja, das Getriebe steht jetzt nicht mehr im vierten Gang, aber das ist relativ egal, den findet man nämlich ganz leicht wieder. Auch hier gilt es natürlich jetzt hier innen die Dichtfläche so sauber wie möglich zu kriegen. Lappen, Schraubendreher und hier ist so eine dicke, das ist ja quasi der Umschlag, der Saum, schön dick, so durch und dann komme ich jetzt ganz gut da rein und kann dazwischen ein bisschen sauber machen.
Da ist sauber, da ist sauber. So, sehr schön. So, das heißt, der Bereich hier ist okay, da ist auch soweit gut. Jetzt muss ich natürlich dafür sorgen, dass der, wenn ich den hier vorne drüber tue, weil gerade hier, wo die Schraube drin ist, hier wird ja eine Schraube reingedreht von dem ganzen Schaltmechanismus, den muss ich auch noch machen. Wenn ich den hier drüber schiebe, dann gibt es hier am Ende Kanten, wo es, ja, jetzt hätte ich beinahe gesagt, wo es weh tut, aber wo man den tatsächlich beschädigen kann. Und da muss ich mir jetzt auf jeden Fall noch was einfallen lassen. Und ich glaube, ich habe eine Idee. Ihr kennt ja vielleicht diese Sanitärhandschuhe, diese einfachen, diese Latex-Dinger, die man sich so überzieht. Man nimmt einfach einen Finger, also einen Finger davon, und stülpt den hier über die Achse. Na, komm schon. So, der geht nämlich dann locker über die Löcher und über diese Stellen hinweg, die hier dem Simmering schaden könnten. Und dann können wir hier anfangen mit unserer Ölnummer. So, das alles schön mit Öl einstreichen. Dann muss man sich allerdings auch ein bisschen beeilen, weil das Öl halten die Handschuhe, glaube ich, nicht so lange aus. Das darf man also nicht. So, dann der Simmering. Kommt natürlich innen wie außen auch jede Menge Öl. Gut, dann setzen wir ihn hier mal schön brav auf den Handschuh. Ziehen ihn da drüber. Ach, das rutscht ganz leicht hier. Das ist wunderbar. Und jetzt sind wir sowieso schon in dem Bereich, in dem er nachher auch sitzt, wenn er arbeiten muss. Gut, dann kann der Handschuh jetzt weg. Der Finger ist jetzt schon geschrumpft, aber ist egal. Der sitzt schon mal ziemlich gut drauf, eigentlich schon fast drin. Wow, das rutscht ja von der Hand, von der Leine rein. Ich wollte den eigentlich jetzt schön umständlich einschlagen, aber ich stelle gerade fest, ich kann den mit der Hand reindrücken, mit den Fingern. Aber nicht ganz. Gut. Um den jetzt da reinzukriegen, kann man natürlich mit irgendwas, was stumpf genug ist, hier außenrum dann schön Stück für Stück ansetzen und reinhämmern. Oder man macht es wie ich, man nimmt den alten Simmerring und setzt den davor, damit man den als Schlaginstrument, hätte ich jetzt beinahe gesagt, nutzen kann. Und dann geht man an den Kofferraum und wenn man einen 9000er hat, hat man echt Glück, dann hat man nämlich genau dieses Bordwerkzeug da drin. Das ist ein Zündkerzenschlüssel. Und jetzt nimmt man natürlich nicht die Seite, die für die Zündkerzen gedacht ist, sondern genau die andere, die hier, und kann die hier drüber stülpen. Und kann jetzt mit Hilfe des alten Simmerings, den ich jetzt erstmal treffe, den neuen ganz vorsichtig reinschlagen. Ihr seht auch hier, ich fasse wieder sehr kurz. So, lass mal sehen. Wow, das sieht mal geil aus. Genau bündig, ey. Okay, nochmal eine Nahaufnahme. Da sitzt er und er sitzt perfekt drin. Die Schaltstange ist jetzt ganz draußen. Ich kann die ja mal reinschubsen. Hier ist die Mittellage. Das ist jetzt der Leerlauf sozusagen. Und wenn ich jetzt nochmal reindrücke, dann haben wir wieder einen vierten Gang drin. Das heißt, ich könnte jetzt hier den Pin wieder rausnehmen und den Imbusschlüssel wieder reinsetzen. Da kann man es nochmal sehen. Ist ein FM55 B05. Ja. Aber das sieht doch gut aus. Genau, parallel drin. Jetzt hat sich natürlich hier unten ein bisschen neues Öl gesammelt. So, weiter geht's jetzt mit dem Nehmerzylinder, also mit dem Kupplungsausdrücker. Der ist schon komplett leer. Da ist schon, also wenn ich den reindrücke, der Zylinder ist schon ganz zusammengedrückt. Da kommt auch hier oben keine Bremsflüssigkeit mehr raus. Der ist leer. Das heißt, ich werde den jetzt als erstes mal losschrauben. Ich glaube, ich fange mal mit der Leitung hier oben an. Dann nehme ich natürlich einen Bremsleitungsschlüssel. Kann man den sehen? So, ne, diese etwas zugemachten. Und weil es GM ist, ist es bestimmt eine 11. Lass mal gucken. Ja, klar, die 11er Seite passt. So. So, mit Sicherheit läuft jetzt hier noch ein Tropfen Bremsflüssigkeit mit raus. Ja, sieht so aus. Okay,
Aber ja, ich kann ihn jetzt rausnehmen. Das ist gut. Also sobald ich ihn abgeschraubt habe natürlich. Das muss ich zuerst mal machen. Er wird von 3 Schrauben gehalten. Das sind 30er Torx und es funktioniert tatsächlich nur die Viertelzoll-Ratsche, also die Viertelzoll-Nuss auch. Und die entsprechende Verlängerung, weil sonst komme ich hier gar nicht vorbei. Jetzt hoffe ich natürlich, ich stehe jetzt hier auch nicht ideal, dass ich die mit dem Viertelzoll überhaupt aufkriege. Ja, doch. Puh. Das ist, wenn man nicht ideal steht, dann... geht aber. Aber wenn man da mit so einem ganz günstigen 30er Torx dran geht, weiß ich nicht, ob der das hält oder ob der sich verbiegt. Oh. Oder ob man abrutscht. Oh. Wieso rutsche ich da ab? An der Nuss liegt es nicht. Ah nein, die Schraube ist rund. Ich fasse es nicht. Hat die irgendeiner reingedreht? Ah, super. Hat die irgendeiner reingedreht und die war nicht mehr so hundertprozentig in Ordnung. Ja, in die andere Richtung packt die auch noch super, ne? Nur beim Rausdrehen nicht mehr. Und da kommt man auch so überhaupt nicht dran. Na egal, ich drehe erstmal die beiden anderen raus. Und dann werde ich neben dem neuen Nehmerzylinder, den ich schon da habe, auch diese 3 Schrauben besser mal neu besorgen. Weil ich fürchte, dass ich eine gleich zerstören muss. Da muss man auch nicht unbedingt 30er Torx nehmen. Kann man auch einfach was anderes nehmen. So, Nummer 2. Ja, und mit Nummer 3 muss ich mir jetzt gerade was einfallen lassen. Das ist jetzt ein größten 30er, von dem ich weiß, dass er eigentlich ein kleines bisschen zu groß ist. Und der noch ein bisschen gerader da reinpasst. Okay, sie hat Knack gemacht und es fühlt sich so an, als würde sie sich drehen. Ja, sie dreht sich. Ich sehe es. Juhu. Boah, was ein Scheiß, ey. So. Wie kann man denn so eine Schraube, wo der Kopf schon nicht mehr so ganz okay ist, noch einbauen? Mann. So, da haben wir einmal unseren Nehmerzylinder. Gut, der ist jetzt komplett, der hydraulische Part ist jetzt komplett zusammengedrückt, deswegen gibt es jetzt nur die Feder gerade. Aber, ja. Oh. Man hört schon ordentlich laufen. Also von daher. Außerdem ist hier alles verrostet, ne? Hier innen drin, ich weiß nicht, ob ihr das seht, aber da ist gut Rost drin. Naja, gut, kommt neu. Okay, die Leitung habe ich jetzt auch raus. Das ist so ein bisschen schwierig. Ihr seht vielleicht hier, na, da, diese Kante, die hier drin ist, diese Nut. Da rasten die Teile ein, die hier innen drin sind. Ich kann das ja mal so ein bisschen reindrücken, hier, da. Das sind so Laschen, die rasten da ein. Deswegen bekommt man das auch nicht so ohne weiteres ab. Das heißt, man muss erst das gesamte Teil hier, also hier unten zusammendrücken, dann das gesamte Teil mitsamt der Leitung ein bisschen raus aus dem Getriebe. Und wenn man es weit genug draußen hat, dann kommt man an die Dinger dran, kann die aufbiegen und kann dann die Leitung nach unten rausnehmen und das Plastikding nach oben. Ist ein bisschen kompliziert, geht aber ganz gut. Was die Dinger hier angeht, ne, diese dicken Verschlussschrauben, da ist ab Werk eigentlich kein Dichtring vorgesehen. Wundert mich ein kleines bisschen. Das soll wahrscheinlich einfach diese Schicht hier, die auch schon ein bisschen beschädigt ist, soll einfach gegen diese Dichtfläche hier abdichten.
Aber da sind auch schon Beschädigungen drin. Deswegen ist es vielleicht auch relativ undicht gewesen. Beziehungsweise die war ja nicht richtig angezogen, aber die schon. Die saß richtig fest und war trotzdem undicht. Von daher überlege ich gerade, ob ich nicht doch einfach mal ein paar Alu-Dichtringe in der richtigen Größe auftreibe und die hier drauf setze. Vielleicht wird es damit etwas dichter. Ich werde mal gucken und werde auch berichten dann, wenn es soweit ist. Ja, das Getriebe ist jetzt fast einbaufertig. Mit den Alu-Dichtringen für die Verschlussstopfen muss ich noch gucken. Da weiß ich noch nicht, ob ich da wirklich was Passendes kriege oder ob ich es auf gut Glück wieder zudrehe. Den Nehmerzylinder und die neu bestellte Leitung baue ich dann beim nächsten Mal wieder ein, in dem Video, wo es auch um den Einbau des Getriebes geht. Denn die beiden Sachen müssen ja, bevor das Getriebe eingebaut wird, noch separat mit Bremsflüssigkeit gefüllt und entlüftet werden. Darf man ja nicht vergessen, sonst steht man nachher dumm da. So, das war's für heute. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und wenn ja, würde es mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Der nächste Film ist auf jeden Fall wieder zu dem Auto. Ich weiß noch nicht, was als nächstes fertig wird. Ich habe noch so ein paar Sachen parallel im Anschlag. Einmal Unterboden und dann bin ich gerade dabei, ein paar Sachen am Motor noch zu machen. Also je nachdem, was zuerst fertig wird, das kommt als nächstes Video. Und ich hoffe, ihr seid dann wieder dabei. Also bis dann auf Michas Schrauberseite. Tschüss.